Moin Moin und willkommen zurück zu Lego City Undercover. Heute wieder mit mir. Und ja, wir haben jetzt gerade mit Rex Fury einen Teil angemalt. Ja. Ne? Wir gehen mal in die andere Richtung, weil wir waren jetzt dort lang gegangen und haben jetzt so einiges entdeckt. Es gibt auch noch einiges, klar. Aber trotzdem, ich möchte jetzt mal hier in die andere Richtung gehen. Wenn wir hier schon gerade drauf sind, dann haben wir ja auf jeden Fall. Wir gehen jetzt auch zur anderen Seite rüber. Hier steht noch ein Boot. Ein Crafting Boot. Letzten Teil haben wir hier sowas nicht gelernt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwo zwischen Stock und Stein irgendwo der rote ist. Ja, ihr wisst, der rote Stein. Der rote Legos. Anscheinend nicht. Dann gehen wir über die Brücke. Und gehen dann statt rechts lang, links lang. Rechts lang, haben wir ja gerade gesehen. Die ganzen Sachen von wegen Superbau und alles Mögliche. So, oder an. Gibt ja auch eine Mitte. Nehmen wir gegen. So. Ja. Schalalalalala. So. Was haben wir denn hier überhaupt? Brustlein. Nee, okay. Kann ich hier anbauen? Nee. Ich wollte schon sagen, ich bin gerade was zusammenbauen. Das wäre ein bisschen komisch. Wir haben zwar eine Satellitenschüssel, aber ich denke mal nicht, dass es hier irgendwo mitten auf dem Weg eine Satellitenschüssel gibt. Das heißt, warum? Warum soll es nicht auf dem Weg eine Satellitenschüssel geben? Wäre nicht sehr sinnvoll. Aber andersrum, was ist sinnvoll? Was ist heutzutage sinnvoll und was nicht? Ja, ich bin ja immer noch der Meinung, dass man überall Internet haben könnte, ja. Aber das ist so extrem, ja, überbenutzt. Okay, YouTube, ne, ist auch Internet. Dann würde ich nur noch mal sagen, YouTube ist auch Internet. Ja, weil das Ding ist zu. Warum ist das zu? Na, und dass ihr nämlich auch wahrscheinlich alle über Internet guckt und nicht über Livestream und nicht über whatever. Was ist das denn? Satellitenschüssel, super Satellitenschüssel. Ja, bauen wir gleich. Das. Drei von. Okay, zwei von drei Satellitenschüssel. Das ist ziemlich wenig Satellitenschüssel. Die scheinen irgendwie so weit zu sein. Und da ist ein Auto, da ist ein Auto, da ist ein Auto. Müssen wir uns merken. Immer dieses, überall dieses Merken, ne? Super Satellitenschüssel. Können wir jetzt hier mal nachgucken? Superbau errichtet, 61 von 65. Und diese kleinen Platz, die springen hier so, als ob sie Kindergeburtstag feiern. Aber Kindergeburtstag ist schon. Okay, ist schon. So, dann machen wir mal, was weiß ich, wir aktivieren das Ding. Ein Teleporter! Ein Teleporter? Warum? Warum ein Teleporter? Wahrscheinlich mal irgendwo teleportieren. Bitte als Eisen. Ganzes Stück. Wie brauchen wir denn damit? Ja, hätten wir bloß Dynamit mitgenommen. Hier sind wir uns zusammenbauen und Teleporter. Aber was machen hier diese ganzen Teleporter? Teleporter.
Okay, machen wir die weg. Das Ding geht nicht kaputt. Ja. Nein. Dann okay, dann den Teleporter. Gibt es da irgend so einen Code, den wir eingeben müssen? Oder ist es der Teleporter nach draußen wieder? Das ist der Teleporter nach draußen wieder und tschüss. Wir haben extra neuen gebaut. Wir müssen den noch nutzen und nicht wo auch immer mehr hingehen. So, ich hoffe, dass nicht alles noch kaputt ist. Danke. Alles noch kaputt. So, Dürren damit. Kriegen wir wahrscheinlich hier. Weil sonst würde dieses Spiel nicht so kurz wie jetzt sein. Ja, das ist nicht unterwegs. So. Denker Fletcher, nimm mit. Danke. Und jetzt zurück. Aber warum sind wir jetzt hier drin? Wegen dem Außerirdischen und wegen dem Superstein? Roten Stein? Kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier wegen dem roten Stein sind. Weil es ist. Ich weiß noch nicht mal. Okay, das ist da. Genau hier geblieben, weil das ist anscheinend dieses Gebäude, was abgeschlossen ist. Aber warum haben wir das dann nicht aufgemacht? Also irgendwie. Wasserspender mag ich nicht. Große Maschinen mag ich nicht, aber die gehen kaputt. Und jetzt auch noch. Bam, 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 und das funktioniert. Ja, wenn das bei euch auch so funktioniert würde, echt, glaube ich, wäre mich gar nicht. Hä? Okay. Warum ist das Geld? Kann das jetzt einen Sinn? Zack, okay. Cool. Ach, das ist der Code, okay. Also, er steht irgendwo. Dort. Dann. Den hier und Sesam, öffne dich! Sesam, öffne dich! Aber mehr war's jetzt nicht. Hä? Hä? Ah! Jetzt hab ich's gecheckt. Es wurde mir angezeigt vorhin hier, als ich den Scan gemacht habe, diesen Zeitlauf. Ich habe gedacht, hä? Sehe gar keinen. Oder haben sie den jetzt doppelt gemacht? Das ist ein Zeitlauf-Ding. Wir gehen jetzt nochmal zurück und holen uns diesen Zeitlauf. Dann können wir auch gleichzeitig haben wir dann alle Zeitläufe gemacht. Ich glaube, das waren jetzt nicht direkt. Drei Zeitläufe? Das ist ja schon etwas schön. Das ist schon krass, zwei Zeitläufe. Aber wenn es sein muss, gibt ja noch Geld. Ich wollte mal gucken, ob wir noch Geld haben. Weil wir sind ja rausgegangen. Obwohl, nee, wir sind ja nicht ganz wirklich rausgegangen. So, das muss ein Zeitlauf sein. Das ist auch einer. Sehr schön. Das ist der letzte Zeitlauf. Los geht's mit dem Zeitlauf. So, dann geht's jetzt mal los mit dem. Ja. Und los geht's. Die Fahrt. Oh. Oh je. Ja, eine Fahrt, die ist lustig, eine Fahrt, die ist schön, schön, schön. So. Einmal durchs Wasser. Und knappe Sache. Knappes Höschen. Aber die Zeit auch knappes Höschen. Nein! Gut. Einmal durch. Oben, ein Vergnügungspark vorbei. Jo. 7 Sekunden noch, oh. Wir haben uns aber hier knapp bemessen die ganze Zeit. So, und jetzt darum. Rum. Zack. Oh, wir immer noch im roten Bereich. Komm, go. Und zack. Ja, nächster roter. Und rum. Genau, jetzt auf die Bahn. Wollen wir gleich den Looping nehmen, einfach mal, komm, nehmen wir mal. So, mit, und dann, der Looping! So, freigeschaltet,
Waschwagen. Das ist der Waggon. Das ist, wie hieß das? Das, was sie in der Mine benutzen, das Auto. So, da ist das. Nein! Nein! Ihr könnt, nein! Nein, ihr könnt mir das noch nicht antun! Nein! Aber ja, wer kennt das nicht? Kurz vor dem Ziel. Ihr wisst, also, eigentlich ist nichts mehr los. Eigentlich ist das Ding laufend. Ihr denkt euch schon, oh, schön. Schön, Ding geschafft. Und dann, kurz vor dem Ziel, geht ihr doch weg. Was dann? Da ärgert man sich. Also, ein Like dafür, das, wenn euch das auch schon mal passiert ist. So, vielleicht nicht in diesem Spiel, aber in anderen Spielen. Kurz vor der Ziellinie seid ihr geschafft. Allein dafür schon ein Like. Also, das wäre sehr gut. So, also nochmal den ganzen Parcours, der war ja eigentlich nicht so schwer. Zeit ist aber ziemlich eng gemessen. Also sind wir schon mal besser. Nee, eben so 7 oder so, keine Ahnung. So, dann geht es hier nochmal rum. Innen lang. Aber so also haben wir ja eigentlich die ganze Insel gesehen. Also wenn ich auf den Kabel gucke, ja. Haben wir die ganze Insel gesehen. Also passt das schon. So, hier ist nämlich die Raumstation. Da gehen wir auch noch gleich hin. Dieses Level, damit wir das hier auch auf dieser Insel haben. Wee. So, jetzt brauchen wir die Rampe nicht nochmal. Da haben wir ja das mitgenommen. Das spart auch enorm Zeit. Mal gucken, ob wir mit dem Waggon auch das Let's Play nochmal fahren sollten oder eher weniger Dinge erwähnen. Wofür? Wofür auch? Wofür brauchst du den Waggon? So, und jetzt ganz langsam, ruhig, ganz ruhig, bremsen. Ja! Ja! Geht doch! Zeitläufe gewonnen! 16 von 16! Damit haben wir den Concours. Und Stein Nummer 377. Jawohl. So. Da haben wir jetzt auch alle Zeitläufe gewonnen. Das heißt, wir können keine Rennen mehr fahren. Das ist so traurig. Aber okay. Wissen wir zumindest, dass wir dieses in diesem Spiel zu 100% abgeschlossen haben. Gut, dann gehen wir mal weiter. Da haben wir noch einiges zu tun. Einiges zu tun, einiges zu tun. Wir haben Detektiv. Mit dem konnten wir einiges tun, einiges tun, einiges tun. Wie zum Beispiel alles zerstören, alles zerstören. Wir zerstören alles, zerstören alles. So, was ist hier so zu zerstören? Das ist das zu zerstören. Nichts mehr als Steine. So, hier unten waren wir schon. Hier sind die Bäume irgendwas zu tun. Bäume, Bäume. Danke. So, und da ist ein Superbau. Da ist ein Superbau. Na, wie teuer? Ich kann mir auf jeden Fall leisten, das weiß ich. Aber wie teuer ist dieser Superbau? Er ist... Oh, doch so günstig. Na dann. Alle Attraktionen fertig. Yeah, Superbau errichtet. 62 von 65. Dann fehlen nur noch 3. Und wir haben 378... Und machen auch gleich zu 378, 379. So, erstmal ein Dutschen Danisch. Und... Blitz gelöscht. 16 von 17. Da fehlt ein einziger. Mann, ey, das gibt's nicht. Wo ist der? Ich weiß es nicht. 379, so. Fahren wir einmal mit dem Ding. Vielleicht kriegen wir noch was. Yeah! Von da, es ist ein Kinderkarussell. Was wollt ihr? Es ist ein Kinderkarussell. Und krieg ich was dafür? Nein. Oh Mann. Gut, dann gehen wir mal weiter gucken. Hier haben wir eigentlich alles gemacht. Hier haben wir alles gemacht. Hier. Ach, Basketballspielen haben wir noch nicht getan. Ja, da kann man ja auch nur überlegen. Wegen der Farbe. Das, es gibt ja diesen super Farbmischer. Ich glaube, den müssten wir uns kaufen noch. Hoffe, dass da nicht einfach dann in Rot einfärben. Hier, aber ich denke mal, hier gibt es mehr als einen Superstein. Nicht? Also 1 von 4 oder so wird es nicht geben, obwohl 1 von 3 höchstens. Und ist was? Nö. Siehst du wohl, dann können wir also noch ein paar Stats einsammeln. Brauchen wir ja später für unseren Einkaufteil.
Das dauert aber noch ein bisschen. Glaubt mir, das dauert noch ein bisschen. So. Und rein. Und der letzte Wurf. Sitzt auch, siehst du wohl. Geht doch. Warum ging es vorher nicht? Echt. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Oh, Nudeln klingen doch gut. Boah, Nudeln, die Nudel. Und bla, ich werde früh dran sein. Apropos Nudeln. Gibt ja so viele Nudeln bei YouTube, das gibt's gar nicht. So. Ja, das ist natürlich schlecht. Farmer, da ist der Farmer. Dann gießen wir nochmal die Blumen. Den Farbmischer für Blau dort hinten brauchen wir nicht, weil. Wofür? Weil, das, was wir in Blau färben sollten, haben wir schon in Blau gefärbt. 17 von 20. Riesensuperstein. 380, hier ist kein Fahrstuhl. Hier hinten ist nichts. Dann geht's weiter. Weiter im Text. Hier hinten war doch noch was. Da nämlich ist der nächste. 3 von 4. Wo ist der jetzt? 4 von 4 müssen wir jetzt nochmal gucken. 4 von 4 müssen wir jetzt nochmal gucken. Gucken. Oh, Kaffeepause. Na, ihr könnt euch auch wieder einen Kaffee besorgen. Oh ja, Tee. Ja, Kaffeepause. Ja, andere, der trinkt Tee. Ich trinke Kaffee. Auch hier trinke ich Kaffee. Kaffeepausen beendet. 18 von 20. Damit fehlen dann nur noch 2. Und wir haben den nächsten Superstein. Mann. Geht das schnell? So, da oben ist das Level. Und wenn ich mal überlegen würde. Könnte man jetzt so sagen, dass wir in dieses Level gehen? Wir haben jetzt 83,2%. Das ist schon ein Stück Arbeit, würde ich sagen. Ja. Sehen wir uns im nächsten Teil? Ich glaube, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Ne? Weil Mikrofon, ne, kennt ja. Es gibt ja immer wieder hier irgendwelche Komplikationen. Heute das Mikrofon. Heute mal ein bisschen. Anderes mit Stimme, einmal anderes mit dies, einmal anders mit das. Also, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet dann. Bis dann und tschüss!